Ja, hi und Servus hier aus unserem Rhönchem Spirit. Ich habe heute die Ehre, euch mal unsere verschiedenen Sprintermodelle ein bisschen näher zu bringen. Also zum einen werde ich euch mal den Spirit zeigen, ich werde euch mal im Vergleich noch den Force zeigen und wir werfen noch mal einen kleinen Blick in den Spectre, um einfach die verschiedenen Fahrzeuge und die Unterschiede noch mal kennenzulernen. Ja, und ich denke mal, wir legen jetzt hier direkt mal los. Also ich sitze hier schon in unserem Spirit drin, wie ihr hier seht. Ich sitze hier auf einer Hälfte von der Sitzbank, hier rechts von mir ist das Bett. Hier drüben haben wir die Küchenzeile. Und ich nehme euch jetzt einfach mal mit auf Natur hier durch das Fahrzeug. So, was ihr hier über mir seht, ist ja unser Aufstelldach von SCA, ein elektrisches in dem Fall. Und hier ist es jetzt so, klar, der Spirit ist ja eigentlich ein Zwei-Personen-Fahrzeug, aber trotzdem gibt es die Möglichkeit, hier dann eben oben in dem Bett zu schlafen. Wir haben jetzt hier einfach das Thema, es gibt tatsächlich viele Paare, die getrennt schlafen möchten. Das soll tatsächlich mal vorkommen. Oder natürlich auch, es kann mal jemand zu Besuch kommen oder, was es jetzt auch neu gibt, ich könnte im Spirit auch einen dritten Gurtplatz haben. Der ersetzt dann halt hier vorne einen Teil von der Sitzbank, das zeige ich euch dann auch gleich nochmal. Der fällt dann halt einfach weg. Dafür haben wir dann einen Einzelsitz, den gucken wir uns dann auch drüben im Forster nochmal an. Und dann kann man hier dann natürlich auch zu dritt mitfahren. Das ist jetzt eine neue Möglichkeit, die wir dann eben anbieten möchten, falls man das dann so haben möchte. Ist es dann auch kein Thema und dann kann ich halt oben drin schlafen. So, und jetzt machen wir nochmal einen kleinen Rundumblick hier eben in dem Spirit und was den so auszeichnet. So, jetzt zum Interieur von unserem Spirit hier. Also, was ihr hier gerade auf dem Bett liegen seht, das sind natürlich unsere Verdunklungsmatten und Isoliermatten vorne fürs Cockpit. Und ihr seht jetzt schon, wir haben jetzt hier eben links einmal oben einen großen Oberschrank und dann hier drüben auf der rechten Seite natürlich dasselbe. Hier nochmal drei Ablagefächer und über der Küche haben wir dann hier nochmal genauso Oberschränke. Und hier drunter dann die kompakte Küchenzeile. Hier eben Spülbecken, unsere bekannte schwarze Armatur, Edelstahlwaschbecken drunter und dann halt hier das Induktionskochfeld, was dann eben beim Spirit standardmäßig ist. Also der Spirit, wie gesagt, ist immer gasfrei, bieten wir auch nur so an. Und hier unten drunter dann eben ganz klassisch haben wir hier die Aufteilung. Wir haben wieder unseren 70-Liter-Kühlschrank, der eben beidseitig zu öffnen ist. Jetzt seht ihr schon, die eine Seite ist ein bisschen offen und dann eben drei Schubfächer. Wo dann wiederum in dem obersten, zeige ich mal ganz kurz, ist dann hier ein Besteckeinsatz drin und was wir hier drin liegen sehen, sind ein paar Gurte oben vom Aufstelldach, dass ich das runterziehen kann. So, dann wieder zu. Und hier unten haben wir dann eben ganz hübsch unsere Sitzbank. Ich zeige das nochmal ein bisschen von weiter oben. Also wir haben dann eben hier links einmal die etwas größere Sitzbank, rechts gerade der kleine Hocker, auf dem ich eben gesessen habe. Und wenn wir dann halt hier vorne hingehen, machen mal den Tisch hier auf. Also hier ist dann der Tisch. Hier haben wir nochmal zwei Steckdosen. Dann kommt der mir hier eben entgegen. Und dann klappe ich hier eine Hälfte um. Zweite Hälfte. Ja, und dann würde ich sagen, haben wir hier eine ziemlich schöne Sitzgruppe, an der ich dann komfortabel ja, zu dritt Platz nehmen kann. Ich setze mich jetzt mal hier vorne auf den vordersten Sitz. So, ich sitze jetzt quasi auf dem Beifahrersitz, den ich umgedreht habe. Natürlich jetzt hier im Weitwinkel bin ich ein bisschen weit weg. Klar, ich sitze auch nicht allzu nah an den anderen dran, aber ich habe hier echt gut die Möglichkeit, mich zu viert dann auch mal in das Fahrzeug einzusetzen. Klar, ich kann hier den Sitz noch ein bisschen verschieben und dann ist es, glaube ich, echt eine ganz schicke Sache. Und hier oben drüber haben wir dann eben das ausziehbare Bett. Also links und rechts zeige ich es nochmal kurz. Hier haben wir dann eben einmal und zweimal eben die Verbreiterung jetzt, die leicht hinterleuchtet sind und hier oben drauf das Bett. Und wenn ich dann jetzt mal hergehe und ziehe das Ganze mal aus, und wie ihr jetzt seht, ist das Bett umgebaut. Also es geht wirklich bis ziemlich hier vor an die Küche dran. Das seht ihr hier. Ist eben auf einem Schwerlastauszug und fährt dann hier vor. Und dann habe ich noch das eine Polster, was dann hier in der Mitte reinkommt. Und dann habe ich hier wirklich eine super große, richtig schöne Liegefläche. Wir haben jetzt hier 2,20 Meter Länge auf 1,60 Meter Breite. Also sehr einladend. Ich kann natürlich auch im zusammengefahrenen Zustand da drauf schlafen. Das geht auch. Ist natürlich nicht so gedacht, aber mal schnell für das Nickerchen zwischendurch ist das natürlich auch super. Ja. Zum Cockpit gibt es, glaube ich, nicht allzu viel zu sagen. Bekanntes Mercedes-Chassis. Hier oben haben wir dann eben einmal die Bedienpanel von der Truma und dann noch von der Victron. Nebendran hier, wie gesagt, der umgedrehte Sitz. Und dann machen wir noch mal ein kurzes Walkaround außen.
Also wir haben jetzt hier auch die Markise oben mit dran und in Verbindung mit dem Aufstelldach. Dann haben wir hier ein paar schöne 18 Zoll Borbit-Alufelgen drauf, damit wir natürlich ein bisschen mehr Fahrkomfort haben und es sieht natürlich schicker aus. Und vorne natürlich noch auch sehr elegant den Panamericana Kühlergrill. Und dann denke ich, ist das alles in allem schon ein sehr schickes Auto, unser Spirit, den ich hier mal kurz vorstelle. Hier seht ihr noch einmal den Kamin von der Truma und natürlich dann auch den DEFA-Stecker, womit wir unseren Landstromanschluss haben. Und hier auf der Rückseite haben wir dann unseren 2er-Fahrradträger, schön in schwarz. Oben seht ihr noch die Rückfahrkamera und hier an dem Fahrzeug ist auch noch eine Anhängerkupplung verbaut. Ja, und dann würde ich sagen, hier nebendran, auch sehr schick, haben wir dann gleich nochmal unseren Force stehen. Sieht dem Nachbarn sehr ähnlich, also auch hier wieder dasselbe. Wir haben wieder die Borbit-Alufelgen drauf, wir haben einen Panamericana-Grill vorne drinne, haben hier jetzt kein Aufstelldach drauf, aber sonst außen auch wieder sehr ähnlich. Anhängekupplung ist hier wieder mitbestellt worden. Die zwei Fahrzeuge, die ich euch zeige, sind eben aus unserer Vermietflotte. Das heißt, ihr könnt natürlich auch gerne bei uns die Fahrzeuge mieten, natürlich auch gerne bei unseren Partnern und Händlern. Da besteht auch die Möglichkeit, dann das Fahrzeug zu mieten. Also bei denen, die die natürlich da haben, das am besten immer vorher anfragen. Und dann könnt ihr das Ganze gerne mal austesten. Das ist eigentlich schon eine schöne Sache, da mal einen Trip zu machen, weil ja, wenn man eine Entscheidung treffen muss, dann erleichtert das schon enorm, wenn ich dann vorher mal drin geschlafen habe, mal da mitgefahren. Ich glaube, das ist schon immer sehr schön, wenn man ein Auto kauft, mal eine Probefahrt zu machen. Vor allem mit einem Camper ist es ja noch was ganz anderes. Ja, und wenn wir jetzt hier eben reingucken, sehen wir schon, okay, wir haben jetzt hier die Küchenzeile im Eingangsbereich stehen, haben hier auch wieder unser LED-Lichtdesign drin. Und ein kleines Ablagefach, schön unser Logo auf dem Einstieg, wieder den Kühlschrank hier drin. Und wenn wir dann mal hier reingehen, so haben wir jetzt hier auch wieder Küchenzeile, ist ja bekannt. Wir haben hier jetzt ein Gaskochfeld drin. Da auch mal mein schönes Mikrofon gesehen. Also hier wieder das Gaskochfeld drin. Zweier Gaskocher von Dometic und bei der Küche haben wir dann wieder hier drüben drei große Schubfächer. Oben haben wir wieder einen Besteckeinsatz drin und nebendran noch einen schönen Apothekerauszug. So, und hier oben wieder durchgehende Oberschränke. Hier auf der Seite genau dasselbe. Und was jetzt hier natürlich der große Unterschied ist, ist natürlich das Bad. Die Nasszelle, die hier drin ist, ist nochmal eine ganz andere. Und was ihr hier seht, ist dann auch nochmal der Einzelsitz mit dem Tisch entsprechend. So wäre das dann auch, also der Sitz wäre dann auch möglich drüben im Spirit jetzt seit neuestem. Und hier haben wir dann eben einen schönen großen Tisch, da kann ich dann gut dran sitzen. Ihr seht schon, hier ist auch noch die zweite Schiene. Wenn ich die mit dabei habe, kann ich dann auch mit 4 Personen in dem Force fahren. Hier ein schönes Fenster. Wir haben wieder hier unten drunter unsere kleinen Spots, eine Ladestation und hier vorne wieder das bekannte Mercedes-Chassis. Und unsere beiden Bedienpanels hier oben. Noch ganz neu, sogar noch die Folie drauf. Eine schöne Dachluke hier. So, hinten ist hier jetzt diesmal keine Dachluke verbaut. Das ist natürlich ganz nach euren Wünschen. Wollt ihr da eine Dachluke haben? Wollt ihr da einen Max-Fan haben? Oder wie hier eben geschlossen? Das ist dann ganz nach euren Wünschen. Und hier hinten natürlich nochmal zwei Fenster. Wie es auch beim Spirit natürlich der Fall ist, dass ich da einfach belüften kann. Und ihr seht schon, die Verbreiterung, die wir hier haben, damit wir quer schlafen können, die fallen so gut wie gar nicht auf. Die fügen sich eigentlich sehr gut ins Gesamtbild ein. Und hier haben wir dann eben im Force wirklich echte 2 Meter Breite. Auf hier vorne ungefähr 1,45 Meter. Und beim Bad ist es dann 1,35 Meter Breite. Weil wir haben natürlich hier einmal den Auftritt. Und wenn ich hier hochsteigen will, ihr seht schon, mein Knie kommt dann hier eben hin. Dann habe ich da ein bisschen Luft, kann dann schön hochsteigen. Und gedacht ist es natürlich auch so, dass ich dann mit dem Kopf hier links schlafe, weil für die Schultern habe ich dann einfach mehr Platz, wenn ich hier drüben liege. So, und dann würde ich jetzt einmal kurz ins Bad reinspringen. So, Bad ist offen, wir können einmal reinschauen. Also wie ihr seht, die Tür ist hier mittendrin einmal mit einem Magnet befestigt, die faltet sich eben hier schön zur Seite. Habt ihr einen schönen großen Spiegel nochmal. Und hier drinnen in der Toilette dann natürlich einmal ein schönes aufgesetztes Waschbecken, was wir hier haben. Ist gerade noch ein bisschen dunkel. Wir haben hier noch den Rollo unten. Den machen wir noch auf. So.
Und mit dem Fenster habe ich dann auch ausreichend Belüftung hier im Bad. Dann hier mein Waschbecken, hier unten dann die schwarze Armatur von der Brause. Also einmal duschen und die kann ich dann schön hier oben einhängen, was ihr dann seht. Und wenn ich das jetzt mal kurz abnehme, ist auch ganz cool. Hier ist ein Magnet dran, der dann einfach hier oben festgemacht wird. Und bei uns ist es ja immer so, dass die Außendusche, die ist eben serienmäßig bei uns. Und dann ist halt der Vorteil, dass ich natürlich oben den Halter, den ich da habe, kann den auch genauso gut für die Außendusche hernehmen. Also das heißt, ich nehme einfach den Halter, mache den außen an mein Blech dran, weil er ja magnetisch ist, kann ihn mir dann hinten irgendwo entsprechend hinhängen und kann dann den auch für die Außendusche benutzen. Super praktisch, deswegen haben wir das Ganze so gelöst. Hier oben ist natürlich auch nochmal eine Lampe drin. Ich habe jetzt hier das Licht aus, ist hell genug. Und ihr seht einmal die Schiene rundherum vom Duschvorhang. Den haben wir halt einfach da, damit ich nicht alles nass mache. Klar, vielleicht erkennt man es auf der Kamera hier hinten, alles schön sauber abgedichtet. Das wäre jetzt gar nicht das Thema. Aber die Empfehlung ist auf jeden Fall, rundherum mit dem Duschvorhang das Ganze zuzumachen, damit nicht alles nass wird. Und was ihr dann seht, was es hier oben neu gibt, ist dann eben diese Kleiderstange. So. Eine einfache Sache. Bisschen schief gehangen. So, jetzt haben wir die hier schön gerade drin hängen. Ist natürlich ein einfaches Teil, aber enorm praktisch, weil ich kann hier einfach nochmal ein paar Klamotten dranhängen. Hab dann hier mehr oder weniger meinen Ersatzkleiderschrank. Kann da erstmal ein bisschen was unterbringen oder kann auch mal was trocknen lassen. Wenn ich zum Beispiel jetzt Taucher oder Surfer bin, kann ich dann hier auch mal einen Anzug reinhängen. Kann den nochmal ein bisschen abtropfen lassen, wenn ich ihn nicht draußen hängen lassen möchte. Das wäre dann nochmal eine Möglichkeit. Klar kann ich da jetzt nichts super Schweres dranhängen. Ein paar Sachen gehen dann aber natürlich schon. Und habe dann hier hinten bei dem Spiegelschrank, den wir hier haben, muss ich einmal kurz die Brausenhalter abnehmen. So. Dann habe ich hier unten, kann ich das auch nochmal aufmachen. Dann da auch nochmal ein bisschen Platz. Ihr seht hier hinten mit einem versteckten. Zack. Und dann ist es wieder fest. Ja. Und so viel hätte man dann zu dem Bad auch nochmal zu sagen. Also, schöne zweifache Falltür. Jetzt, wenn ihr das seht, also einmal zu, dann zack. Und noch einmal rumklappen. Und dann zack. So, und schon ist das Ganze hier zu. Und das ist eigentlich auch so der Hauptunterschied zwischen dem Force und dem Spirit. Der Spirit hat eben das Längsbett und keine Nasszelle, weil viele das tatsächlich auch nicht haben möchten. Kommt immer drauf an, was da halt die Vorlieben sind. Jetzt haben wir das natürlich hier auch so. Hier Querbett, Nasszelle, Sitzplätze, ein sehr klassischer Grundriss. Und der Spirit dann halt einfach mal anders. Längsbett, keine Nasszelle, schöne Sitzgruppe und die Küche. Von der Funktion her eigentlich genau gleich. Der Kühlschrank ist nur gedreht und das Ganze ist dann halt hier drüben anstelle von dem Sitzplatz dann untergebracht. Ja, das sind so die Hauptunterschiede von den Fahrzeugen. Wir gucken jetzt einfach nochmal hier hinten rein. Einmal kurz den Force auf. Und was wir jetzt hier sehen, das ist eben beim Force und beim Spirit ist es eigentlich nahezu identisch. Hier die Unterschränke. Also wir haben hier links in dem großen ersten Fach ist einmal die komplette Elektrik drin. Batterien, Wechselrichter, Solarregler, je nachdem, was halt verbaut ist. Und hier vorne haben wir dann unten, wo ihr die Lüftungsschlitze seht, da ist dann die Truma Kombi D4E drinne. Und oben drüber nochmal ein Schubkasten, den ich aufmachen kann. Und hier drüben haben wir nochmal eine Leuchte. Und da dahinter sitzt unser Frischwassertank mit 105 Litern. Abwassertank haben wir ja 84 Liter, der sitzt draußen am Fahrzeug. Und hier wäre dann entsprechend das Fach für die Gasflasche. Und hier nochmal die vorhin angesprochene Außendusche, die bei uns bei allen Fahrzeugen immer serienmäßig dabei ist. Ob es der Bulli ist, unser Ultimate, ob es der Pace ist, Spirit, Force, Spectre, Rebel. Jedes unserer Fahrzeuge hat die. Liegt einfach daran, weil wir selber gerne unterwegs sind mit den Fahrzeugen und das einfach so ein Ding ist, was super praktisch ist, super schön. Wenn ich im Sommer unterwegs bin, komme vom See, kann mich einmal abduschen oder ich habe eine Runde mit dem Fahrrad gedreht, bin vielleicht einen dreckigen Trail gefahren und schaue dann nicht mehr ganz so frisch aus und ich will es mal kurz ein bisschen abbrausen. Diverse Einsatzmöglichkeiten, meine Füße sind sandig, wenn ich vom See gekommen bin oder vom Meer. Kann ich gut nutzen, deswegen haben wir die halt immer mit dabei. Und hier drüben dann nochmal zwei Steckdosen. Also wir haben hier eben einmal eine 230 Volt, dann einmal eine 12 Volt Steckdose und dieser Schalter hier ist dann für die optionale Beheizung vom
Abwassertank. Weil der Frischwassertank, wie gesagt, der ist ja hier drinne und der kriegt dann durch diesen Kanal, den wir hier unten im Boden haben, kriegt er von der Truma einmal Warmluft hier rüber gespült und dann ist er auch schön warm entsprechend. Und was ihr jetzt hier noch seht, ist nochmal links und rechts jeweils ein Stuhl, den wir mit dabei haben. Könnt ihr euch optional mit dazu bestellen. Würde ich eigentlich immer empfehlen. Die sind super verstaut da. Mittlerweile haben wir da auch eine sehr schicke Tasche dafür entwickelt, dass die dann da drin sitzen. Und habe die dann aufgeräumt, habe die immer dabei. Und wir können natürlich auch noch unter dem Bett einen Tisch haben. Der ist jetzt hier nicht dabei. Wäre aber auch noch eine Option. Und das Schöne ist natürlich, das Bett könnt ihr auch, wenn ihr hergeht, ihr könnt es auch einfach hochklappen. So, jetzt die Matratze drauf, ein bisschen schwer und mit einer Hand natürlich sowieso. Aber möglich wäre das auf jeden Fall auch. So, jetzt sind wir noch einmal zum Heck von unserem Spirit gesprungen. Was ihr jetzt hier seht, bevor ich aufmache, noch einmal einen Fahrradträger schön dran. Den hatte ich ja vorhin schon mal kurz gezeigt. So, jetzt machen wir einmal kurz hier die Hecktür auf. Ups. So. Und hier hinten ist dann eben nochmal dasselbe. Hier haben wir jetzt eben die Heckleiter drin und die Kurbel für die Markise. Hier auch wieder die Außendusche. Und ihr seht sonst sehr ähnlich zu dem anderen Fahrzeug drüben, auch zu unserem Force. Das nimmt sich wirklich nicht viel. Hier sind jetzt eben nicht die Stühle mit dabei. Das sieht dann so aus entsprechend. Und ja, dann haben wir halt einmal die beiden Fahrzeuge ganz gut verglichen, dass ihr mal die Eindrücke gesehen habt. Nochmal so ein paar technische Fakten natürlich dazu und die zeige ich euch jetzt nochmal aus dem Spirit raus. So, wie am Anfang des Videos sitze ich jetzt wieder im Spirit. Ich wollte ja noch ein bisschen was zu den technischen Daten sagen. Also, wir haben es so beim Spirit, in dem ich drin sitze, ist so, wir haben immer einen Victron-Wechselrichter drinne mit 3000 Watt. Dadurch habe ich natürlich immer 230 Volt im Fahrzeug, liegt aber hauptsächlich auch daran, dass wir hier eben den Spirit immer mit Induktion haben. Durch die Induktion brauche ich dann natürlich auch entsprechend den Strom dann einfach dafür. Deswegen den 3 kW Wechselrichter von Victron. Dazu haben wir dann 400 Ampere-Stunden Lithium-Batterie natürlich noch mit an Bord, also 2x200 Ampere-Stunden. Und je nachdem, was dann halt auf dem Dach an Solar verbaut ist, dann noch den entsprechenden passenden Solar-Laderegler und natürlich auch noch einen ordentlichen Ladebooster. Jetzt hier in dem Fall einen 70 Ampere Ladebooster, damit wir auch schnell das große Paket an Batterien vollgeladen kriegen während der Fahrt. Das ist ja immer so das Thema. Habe ich Solar drauf, generiert dadurch dann die Energie oder dann natürlich entsprechend durch den Ladebooster, wenn ich fahre. Kommt immer darauf an, wie ihr halt unterwegs seid. Fahrt ihr viel oder steht ihr mehr an einem Platz? Steht ihr an einem festen Platz beispielsweise? Weil wenn ich am Campingplatz stehe, dann ist es ja eigentlich relativ egal. Das kommt immer ganz darauf an, wie ihr so unterwegs seid. Die beiden Fahrzeuge, die ich jetzt gezeigt habe, waren beides Heckantriebfahrzeuge. Also wir bieten ja nicht nur Allradfahrzeuge an, sondern natürlich auch Heckantrieb. Das ist jetzt gar kein Thema. Oder zum Beispiel auch der Ultimate ist ja ein Frontantrieb dann entsprechend. Oder auch der Pace gibt es ja auch als Heckantrieb. Also nur das nochmal so am Rande. Wir bieten dann eben nicht nur Allrad an. Das machen wir zwar gerne, aber natürlich auch die normalen Fahrzeuge mal in Anführungszeichen. Und jetzt wieder zurück zur Technik. Dementsprechend dann unser Paket hier ausgelegt. Hier auf dem Fahrzeug obendrauf haben wir jetzt noch 2x125 Watt Peak Solarpanels drauf. Und drüben bei dem Force war es eben so, der hatte jetzt eine Gasausstattung, also den Standard drinne. Und hatte als Elektropaket dann eben die Option, dass der dann entsprechend einmal 300 Ampere Lithium mit an Bord hatte und dann halt ja, einen 1,6 kW Wechselrichter, mit dem wir dann auch wieder von Victron natürlich, wir verbauen gerne die Victron-Ladetechnik, weil die ja sich sehr gut bewährt hat. Und entsprechend dann drüben 1,6 kW Wechselrichter, 300 Ampere Lithium und der hat jetzt tatsächlich kein Solar obendrauf bei dem Fahrzeug. Und einen 30 Ampere Ladebooster haben wir dann da mit dabei. Also in beiden Fahrzeugen ein ordentliches Elektropaket drin, je nach Nutzung, wie ich es halt brauche. Wir können natürlich den Force auch komplett gasfrei haben. Das ist gar kein Thema. Der hat dann dasselbe Paket, wie es hier im Spirit drin ist. Wie ihr das am liebsten möchtet. Wir können natürlich auch noch so Optionen machen, wenn das Fahrzeug mit Gas ist. Können wir zum Beispiel eine Gasaußensteckdose noch mit anbieten. Das wäre dann auch gar kein Thema. Wie gesagt, wir haben da ja eine sehr umfangreiche Optionsliste, die man sich dann einfach mal angucken kann, was man dann dazu bucht. Und ja, als letztes im Vergleich von unseren Sprintern, von unseren Kastenwegen, springen wir jetzt noch einmal in den Spec da rein. Den hatte ich ja schon sehr ausgiebig vorgestellt, aber einfach in dem Vergleich wollte ich den nochmal mit dabei haben.
Beim Spectre ist es so, da haben wir zweimal 210 Ampere-Stunden Lithium drin. Wir haben auch ein Induktionskochfeld natürlich wieder drin. Wir haben 210 Watt Solar oben auf dem Dach drauf und auch einen entsprechenden Ladebooster wieder mit 70 Ampere. Und von daher haben wir da auch das große Elektropaket, weil Induktion komplett gasfrei mal wieder. Und natürlich noch so das ein oder andere Gimmick, was da mit dran ist. Vom Grund her ist er ja sehr ähnlich zum Force. Nur, dass es ihn halt eben nicht mit Einzelsitzen gibt, sondern nur mit unserer schönen Sitzecke. Aber ich würde sagen, da springen wir jetzt einfach mal rein und schauen uns das an. So, und schon sitzen wir im Spectre. Was ihr jetzt schon neben mir seht, ist unsere Weltkarte, die wir hier dann eben in die Seitenwand eingelassen haben. Nochmal ein bisschen zum Vergleich. Also ihr seht schon, ich kann mich hier sehr gemütlich reinsetzen. Ich sitze jetzt hier auf der Sitzecke, auf der Lounge vom Spectre. Die gibt es genauso natürlich auch im Force zu bestellen. Die ist dann sehr ähnlich. Die hat auch den schönen Schwenktisch mit dabei und natürlich auch diese Ecke, in die man sich hier so bequem dann reinlümmeln kann. Was jetzt hier an dem Spectre die Besonderheit ist, also ihr seht schon, das Fahrzeug ist ja dunkler von innen. Wir haben hier die Oberflächen, sind eben alle in schönen mattschwarzen Phoenix gehalten. Also das ist eben ein Schichtstoff, der ultra matt ist. Anti-Fingerprint, sieht sehr edel aus. Hat auch den Vorteil bei leichten, feinen Kratzern, die gehen durch Wärme wieder raus. Ist halt ein sehr edles Material, deswegen ja, hat es halt auch so seinen Preis. Deswegen haben wir das hier in unserem Sondermodell halt mal eingesetzt. Und was jetzt hier hinter mir ist, die Weltkarte, die ist eben eine Intarsie. Also das heißt, sie ist nicht aufgeklebt oder irgendwie aufgesetzt, sondern wir haben eben hier, wie ich das auch schon mal im Spectre-Video erklärt habe, wir haben das ausgefräst, die Weltkarte ausgelasert und die dann eben hier reingesetzt und rein verpresst. Dadurch hat es dann halt nochmal eine ganz andere Optik, als wenn es einfach nur ein Aufkleber wäre. Ja, und dann gehen wir hier noch einmal kurz durch den Spectre durch und schauen uns das Ganze nochmal von innen an. So, und dann fangen wir gleich mal hier vorne mit dem Cockpit an. Also, wie ihr seht, der Spectre eben mit einem wunderschönen dunkelbraunen Leder ausgestattet, also in der Farbe Mokka, mit unserer schönen Steppnaht hier drinnen, also wunderbar abgesteppt und hier vorne als Highlight dann eben die Lüftungsdüsen mit einer orangenen Kontur. Das ist eben in unserer Akzentfarbe und halt auch nochmal ganz schick hier mit diesen orangenen Gurten. Das ist dann echt eine hübsche Sache. Hier dann den Schwenktisch mit der Sitzgruppe und was jetzt auch neu ist, hier unten der Fußboden ist eben der Cloudpad-Boden. Der liegt dann da einfach wie eine, ja, wie eine Art Teppich, also ist quasi Auslegeware, liegt der dann hier drinne. Und ich habe halt den Vorteil, es ist super bequem, es ist weich, wenn ich da eben draufstehe. Ist halt nochmal ein bisschen angenehmer für die Füße. Wenn ich jetzt oft barfuß hier durchlaufe, dann ist es halt einfach angenehmer und ich kann die halt gut rausnehmen, ausschütteln. Ist halt nochmal ein cooles Gimmick, was wir dann ab demnächst auch in den anderen Fahrzeugen anbieten. Da dann einfach mal nachfragen. So, zur Küchenzeile. Die ist eben sehr, sehr ähnlich zu der vom Force. Wir haben halt nur hier eben dieses große Spülbecken und nebendran dann eben das Induktionskochfeld. Und wie ihr jetzt hier auch schon seht, die Oberfläche, das ist eben alles Eiche, Furnier, das ist dann Echtholz. Das sieht dann halt nochmal ganz anders aus als ein Schichtstoff natürlich, ist auch von der Anmutung anders, aber ist natürlich von der Verarbeitung auch entsprechend aufwendig, das Ganze dann herzustellen. Und hat halt so seinen Preis. Deswegen ist es eine Sache, die dann meistens nur bei unseren Sonderprojekten umgesetzt wird oder dann halt eben auf speziellen Wunsch hin. Das ist dann eben Teil von unserer exklusiven Manufaktur. Da wird dann sowas angeboten. Und was ihr jetzt hier hinten im Bett schon seht, also hier zweite Dachluke, wieder hübsches Lichtdesign und was auch ganz schick ausschaut, hier hinten durch unsere Heckträgerplatten, durch dieses Heckträgerset Extreme hindurch scheint eben schönes Licht. Klar, die Fenster sind verdeckt, das ist schon richtig, aber es kommt trotzdem immer noch ein geringer Lichteinfall durch und ich kann natürlich immer noch die Fenster aufmachen. Hier oben die Dachluke ist jetzt zu, wenn ich die nochmal eben aufmache. Einmal kurz den Plissé beiseite geschoben, dann sieht es hier gleich viel heller aus. Hier auch wieder unsere Verdunklungsmatten, die jetzt hier noch auf dem Bett liegen und hier haben wir noch unseren Bezug, den wir oben drüber hatten. So und auch wieder hier hinten im Bett, dann eben oben die Deckenschränke, hier drüben genauso. Haben dann hier eben unser Silvi-System drunter und natürlich auch drin. Also einmal Teller und Gläser entsprechend. Das ganze Fahrzeug ist ja, hier sieht man es nochmal ganz hübsch, ist ja Silvi-Ready ausgestattet. Das ist natürlich bei den anderen Fahrzeugen auch genauso bestellbar, aber halt nicht Teil des Serienumfangs. Und auch hier drüben drinnen natürlich auch nochmal richtig schön
das Ganze ausgestattet. Die Klappen natürlich alle mit Soft Close. Und hier das Herzstück, das MBRC. MBRC. Hier kann ich dann eben einmal in die Untermenüs gehen, ins Licht zum Beispiel, habe hier jetzt Lichtszenarien, die ich dann anwählen kann. Gerade haben wir das Szenario Komfort angewählt. Und wenn ich jetzt, also ihr seht hier oben, das Licht ist an. Wir haben hier drüben das Licht an. Und wenn ich dann hergehe und drücke zum Beispiel auf All Off, ganz klassisch, dann ist halt einfach mal alles aus. Ja. Eine sehr schöne Steuereinheit, eine schöne Übersicht dann letzten Endes. Wenn ich dann hier wieder zurückgehe in mein Menü, habe ich wieder die Übersicht, kann mir das Ganze dann abrufen. Hier im Spectre noch in einem Prototypenzustand in diesem einen Fahrzeug, in dem wir uns jetzt hier gerade befinden. Aber bei den anderen dann natürlich voll funktionsfähig. Und was ihr hinten seht, nochmal das Jena-Soundsystem. Aber ansonsten ist der vom Grund her natürlich gleich zum Force. Das Bad ist hier dann eben ein anderes mit einer Tür. Aber auch hier die Aufteilung wieder eigentlich ziemlich genau gleich. Wir haben jetzt hier keinen Spiegel an der Tür. Wir haben dann eben hier den Spiegel, Dusche, das Waschbecken. Und die Toilette ist hier natürlich versteckt. Die befindet sich dann hinter der kleinen Klappe, die ihr hier unten rechts im Bild seht. Ja, und das sind eigentlich so die Unterschiede zwischen den Fahrzeugen, die wir jetzt so haben. Und ich hoffe mal, das war ganz spannend für euch. Ja, und ich hoffe, das war jetzt informativ für euch. Also wir sind den Spirit, den Force und den Spectre einmal durchgegangen, haben die drei Fahrzeuge verglichen. Ich hoffe mal, ich habe nichts vergessen. Ich wollte das kurz und bündig einmal rüberbringen. Und wie immer, wenn noch weitere Fragen bestehen sollten, schreibt uns gerne einen Kommentar, ruft uns an, schreibt eine Mail. Wir sind da immer für alles offen, ob das jetzt Anfragen sind, ob das eine konstruktive Kritik ist, ob ihr einfach irgendwas wissen wollt. Wir sind dann für euch da. Genauso natürlich unsere Servicepartner und Handelspartner, die wir überall in Deutschland verteilt haben, natürlich auch in der Schweiz, je nachdem, wo ihr halt herkommt. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal wieder Grüße aus der schönen Rhön. Macht's gut und bis bald im nächsten Video. Ja.